Hallo liebe Gäste und Freunde von Weingeist. Es ist schon über eine Woche her. Unser Kobermännchenfest, wo Sie unsere Gäste waren, vielfältig ist vorbei. Und heute möchten wir zur Auslosung von unseren zwei Weinquizzen kommen, die wir durchgeführt haben. Als erstes möchten wir bekannt geben, dass für die Verlosung oder des Schätzens des Weinkorbes, wo ein Präsentkorb mit 3 Flaschen Wein, Trüffeln und einer Gourmet-Schokolade zusammen war. Wer dort am nächsten gekommen ist, der Korb hatte mit 3 Flaschen Wein vom Weingut Landesweingut Kloster Vorda am nächsten ist gekommen mit dem Gewicht, was war 4,684 Kilogramm, war es genau. Und am nächsten ist Frau Hinkeltier mit 4,65 Kilogramm. Ich gratuliere Ihnen und werde Sie in den nächsten Tagen über Ihren Gewinn informieren und hoffe, Ihnen schmeckt der Wein und auch die Gourmet-Sachen recht gut. Als zweites haben wir, was wir schon seit Jahren als Tradition haben, unser Weinquiz. Dieses Jahr haben wir wieder 3 Fragen gehabt. Die erste Frage war, wie heißt der Tokaj? Der Süßwein aus Ungarn, es ist der Tokaner. Als zweites, wie viel Wein trinkt der Deutsche durchschnittlich im Jahr? Das war die Frage, die am schwierigsten zu beantworten war. Es ging um 8, 14, 20 oder 27 Liter. Richtig war die Antwort C mit 20 Litern. Und die dritte Frage war, wer trug die Schuld an der größten Zerstörung der Weinanbaugebiete im 19. Jahrhundert und es war die Reblaus. Kommen wir jetzt zur Verlosung. Alle Gewinner, die sich am Weinquiz beteiligt haben und die drei Fragen richtig beantwortet haben, sind hier in den Korb drin. Ich ziehe jetzt hier rein. Wir ziehen heute insgesamt 10 Lose. Auf dem Video sollen die 3 Hauptgewinne sein, die wir jetzt bekannt geben. Den ersten Preis gewinnt, und ich hoffe, Sie sind es. Schauen wir hier. Es ist Daniel Becker. Herzlichen Glückwunsch, Herr Becker. Sie haben den ersten Preis unseres diesjährigen Weinquizzes gewonnen. Wir werden Sie in Kürze informieren. Kommt zur Losung des zweiten Preises. Den zweiten Preis, auch hier sind alle Antworten richtig. Anja Hahn hat den zweiten Preis unseres Weinquizzes gewonnen. Und jetzt kommen wir zur dritten Auslosung des dritten Preises des diesjährigen Weinquizzes. Und es ist die Antworten sind richtig. Jens Scheidegg aus Sangerhausen, auch Ihnen herzlichen Glückwunsch zu einem unserer 3 Hauptgewinne. Die anderen Gewinne lösen wir nachher, nach diesem Video auf. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme, hoffe, Sie besuchen uns bald wieder im Geschäft. Auf eine schöne Woche und bis bald, Ihre Weingeister aus Sangerhausen.